Hallo und herzlich willkommen, liebe Schminkinteressierte und Beauty-Liebhaber. Heute stelle ich euch mal kein Messer vor. Heute geht es vielmehr darum, um das Stadium vor dem Messerkauf. Und zwar geht es heute explizit um Messer von dem Solinger Unternehmen Icon. Auf der Internetseite von Icon wird man zunächst vor die Wahl gestellt, bevor man ein Messer tatsächlich kaufen kann. Nämlich kann man aus drei verschiedenen Stahlsorten auswählen. Nämlich Professional, Professional Plus und Professional Enhanced. Und da stellt sich dann einem doch die Frage, welcher Stahl ist wie beschriftet? Was ist Professional, was ist Professional Plus, was ist Professional Enhanced? Ich habe damals das Internet durchsucht und diverse Foren durchstöbert und ja, so richtige Informationen habe ich zu diesem Thema nicht gefunden. Also habe ich Icon geschrieben mit der Frage, was nun welcher Stahl ist, und ich habe relativ rasch innerhalb von einer Stunde oder weniger eine Antwort bekommen. Und ja, der Professional Stahl ist ein stinknormaler, unter Anführungszeichen stinknormaler 440A Stahl, bei dem auf der Klinge nur die Seriennummer abgedruckt wird. Professional Plus hingegen ist der N695 Böhler Stahl und der wird mit einem Buchstaben und danach mit einer Seriennummer abgedruckt. Und zu guter Letzt, der Professional Enhanced Stahl ist der K110 Böhler Stahl, der so etwas wie ein D2 Stahl ist, was ich bis jetzt so mitbekommen habe. Und bei diesem wird zuerst eine Seriennummer und dann ein Buchstabe auf die Klinge draufgedruckt. Also ja, das Geheimnis wurde relativ schnell gelüftet und ja, warum überhaupt in erster Linie ein Geheimnis daraus gemacht wird oder ich weiß nicht, ob überhaupt ein Geheimnis daraus gemacht wird oder ich verstehe den tatsächlichen Grund nicht, warum nicht die eigentliche Stahlbezeichnung dort steht, aber ja, auf jeden Fall sind wir jetzt alle schlauer und wer sich ein Messer von Icon kaufen möchte, der weiß nun, welche Stähle wohin da stecken, hinter welcher Bezeichnung. Und ja, ich werde am Ende des Videos noch die ganze E-Mail zeigen, damit ihr auch wirklich die Sicherheit habt, dass ich euch keinen Bären aufbinde oder ähnliches. Und ja, das war's dann auch wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video war informativ. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!